Bei mir wurde das Interesse geweckt, mich für die Umwelt zu engagieren, als ich angefangen habe zu studieren. Ich studiere Mathematik und in meinem Studiengang ist ein großer Teil der Studierenden und auch der Dozenten eben sehr begeistert für das Thema Klimaschutz und auch bereits in verschiedensten Klimaschutzorganisationen aktiv, wie zum Beispiel Fridays for Future. Ich habe dann angefangen, auf Fridays for Future Demonstrationen als Mitläufer teilzunehmen und später mich dann auch in einer Trommelgruppe, die dort für Stimmung gesorgt hat, mich zu engagieren. Dann im letzten August habe ich die Entscheidung getroffen, mich als Pressesprecher bei der Augsburger Ortsgruppe von Fridays for Future voll zu engagieren und bin seitdem bei allen Demonstrationen dabei gewesen. Es ist zum einen ein gutes Gefühl, endlich nicht mehr so hilflos zu sein, wie man sich sonst klassischerweise als Einzelperson beim Thema Klimawandel fühlt. Man hat das Gefühl, man kann endlich zumindest kleinschrittig Dinge bewegen. Gleichzeitig steckt aber natürlich auch viel Frustration mit in dem Thema, weil klassischerweise unsere Forderungen nicht erfüllt werden, sondern nur in kleine Teile davon, aber ich nehme auf alle Fälle die Hoffnung mit durch die kleinen Schritte, die passieren. Wir können das schaffen, wir haben noch die Möglichkeit, das Ruder herumzureißen und ja, das gibt mir Hoffnung. Mein persönlich größtes Erfolgserlebnis bei Fridays for Future war bis jetzt die Demo im letzten Jahr am 24.09. Ein Globalstreik, zu dem wir hier in Augsburg mehr als 5000 Menschen mobilisieren konnten. Damit hatten wir in der Form überhaupt nicht gerechnet und das war wirklich ein großartiges Gefühl, in einer riesigen Menschenmenge auf dem Rathausplatz zu stehen und zu sehen, dass man nicht alleine ist beim Thema Klimaschutz, sondern eben auch viele andere Menschen hier in Augsburg und in der Umgebung sich für dieses Thema interessieren und da dabei sind. Das Interesse von jungen Menschen auf dem Land an Umweltthemen ist leider meiner Erfahrung nach deutlich geringer als der jungen Menschen in der Stadt. Ich habe das Gefühl, das liegt mitunter auch daran, dass die Eltern der jungen Generation sich auf dem Land auch schon nicht unbedingt, zumindest große Teile von ihnen, nicht so sehr für das Thema Klimaschutz interessieren und gleichzeitig auch gar nicht so viel über dieses Thema wissen. Und dann geben sie diese Grundhaltung, diese Einstellung weiter an ihre Kinder und das wirkt sich dann auch auf deren Jugend- bzw. junge Erwachsenenzeit aus. Gewaltigen Nachbesserungsbedarf im Landkreis Augsburg beim Thema Klimaschutz sehe ich beim öffentlichen Nahverkehr. Wir haben hier grundsätzlich schon im Verhältnis keinen schlechten Nahverkehr, aber wenn wir es schaffen wollen, dass auch die Menschen in den Dörfern auf Autos verzichten können, um zur Arbeit zu kommen, um zum Einkaufen zu kommen, dann bräuchten wir einen deutlich ausgebauten öffentlichen Nahverkehr und auch eine klare Priorisierung von Rad- und Fußwegen im Vergleich zum Autoverkehr. Ich würde mir sehr wünschen, dass ich in 5 Jahren hier stehen kann und dass uns im Landkreis gelungen ist, den Beitrag zum 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Es ist nämlich unglaublich wichtig, dass wir in den nächsten 5 Jahren radikale Maßnahmen ergreifen, dass in den nächsten 5 Jahren Veränderungen geschehen, weil kleine Einsparungen, die bald geschehen, einen überproportional großen Effekt haben, einen überproportional großen positiven Effekt haben auf die Umwelt.